Baby 18. Daddy's coming. We need to go. We need to go now! What the fuck are you? Shut up and listen if you want to stay alive. Ethan. You gotta get out of that house. Now, I've seen everything. What the? What the fuck? What is that? What the fuck are you talking about? They're dead. They're all dead. This house has seen more than you can imagine, and it knows. Ethan, don't lose it. It's important. Family. Hey, baby. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Oh, ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Hallo? Hey, hier ist Ethan. Oh hey, alles in Ordnung? Du
warst auf einmal verschwunden. Ja, ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden. Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Und damit ein herzliches Willkommen, YouTube, zu Resident Evil Biohazard of Trends 17 TV. Euer Trendsack hier am Mic hat sich ordentlich viele Windeln eingepackt. Wow. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Entscheidung war. Ich habe das Tutorial schon gespielt. Der hat ihm was gesagt. Das muss es sein, hat er gesagt. Genau. Wow, was für ein schickes Auto hier. Ja, meine Lieben, jetzt geht es endlich los. Wir haben die Demo ja schon kurz angezockt. Und die hat euch auch recht gut gefallen, was ich so mitbekommen habe, so von den Aufrufen und auch von den Daumen hoch, war es doch eine recht erfolgreiche Geschichte. Ja, und jetzt geht das hier ins Eingemachte. Ich versuche euch so viel wie möglich, soweit es mir zeitlich möglich ist, an Material hochzuladen und so viel wie möglich hier zu spielen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei und mir hoffentlich nicht allzu viel Herzprobleme oder Stillstände. Okay, dann wollen wir auch nicht weiter hier großartig rumschnacken. Jetzt geht's los. Und, da sind meine Arme eben schon gewesen. Oh mein Gott, ist das ein Feeling mit der Brille auf dem Kopf. Das ist heftig. Ich versuche, meinen Kopf nicht allzu schnell und zu heftig zu bewegen, da ich dieses Spiel so weitestgehend versuche, in VR zu spielen. Soweit es mein Kopf zulässt, wenn das dann doch zu anstrengend wird, könnte es sein, dass ich vielleicht mal ein, zwei Folgen dann ohne VR spiele, aber vorerst muss man dieses Spiel natürlich erstmal in VR genießen. Das ist ja wohl eine ganz klare Sache. Spielhinweise ansehen. Mhm. Alles klar. Spielhinweise. Wow, ist das heftig. Ist das heftig. Also jeder, der das Spiel besitzt, sollte auf jeden Fall mal die VR-Brille nutzen. Sofern er da irgendwie rankommt und dieses Spiel mal in VR testen. Also das ist schon der Hammer. Mein Gott. Wir bewegen uns natürlich recht langsam. Das hat natürlich auch folgenden Grund, dass dem User mit der Brille nicht so schnell schlecht wird. Aber ein kleines bisschen schneller können wir uns dann doch noch bewegen. Was haben wir hier? Ich will hier also auch nicht in 1:30 oder 2 Stunden, ich meine, ich schaffe es sowieso nicht, durchrauschen, sondern es wird hier ganz locker und easy und soweit es möglich ist, chillig durchgezockt, das Ganze. Ja, selbst die Blätter, also das ist schon genial gemacht. Das erste große Spiel in VR. Hier sehe ich eine Filmausrüstung. So. Wow. Kann ich das irgendwie... Oh ja, das kann ich drehen. Schließ dich uns an. Join us. Wow, okay. Hier noch irgendwas drin, was wir brauchen können? Nee. Okay. Was mich die ganze Zeit wundert, warum liegen hier eigentlich so viel Kabel rum?
Nimm ihre Gabe an. Accept her gift. Okay. Dann lass uns mal durch hier. Oh, zum Glück scheint die Sonne noch. Wir sind noch draußen. So lange wie möglich genießen. Ein bisschen Ungeziefer. Ja, meine Lieben, und wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst bitte unbedingt so viele Daumen da wie möglich und so wenig Daumen da wie nötig. Wäre toll, wenn ihr das Projekt so ein kleines bisschen unterstützt hier oder vielleicht auch etwas mehr unterstützt, indem ihr ordentlich die Daumen nach oben haltet, dann bin ich natürlich noch mehr motiviert, mehr Folgen. Oh mein Gott, ich glaube, das war Mr. Dr. Baker, war das eben. Der Herr des Hauses, der schleicht hier auch rum. Ich würde ja mal interessieren, wenn wir hier jetzt runtergehen. Ach, da können wir gar nicht runter, okay. Alright, dann machen wir uns mal weiter auf den Weg hier. Ich werde hier also auch noch so ein bisschen austesten. Man kann hier auch die Kamera noch verstellen. Arbeite hier jetzt mit 30 Grad Winkeln. Was haben wir hier denn? Irgendwie Kuhhälften oder sowas? Boah. Okay. Runter durch. Still hier. Warum um Gottes Willen würde sich jemand auf den Weg machen, seine Ex-Frau in diesem Haus zu suchen, wenn man weiß, hier ist nur der Tod, das sind ja eigentlich alle Anzeichen für Böses, sag ich jetzt mal so. Kein Mensch würde sich das, glaube ich, zutrauen hier. Naja, ist auch egal. Führerschein. Oh. Kannst du dir noch näher anschauen? Inventar, okay. Och, die Inventarliste, das ist so heftig, dass man sich die so dicht ranholen kann. Das ist der Führerschein. Kann ich mir das... Oh ja, hier ist noch eine Akte. Mit einem Siegel hinten dran. Hübsche Frau. Wer um Gottes Willen würde sich sowas antun? Also normalerweise würde man hier mit Polizei aufkreuzen und CIA, FBI, was weiß ich. Aber kein Mensch läuft doch alleine hier rum in so einer Gegend wie Louisiana. Und erkundet ein altes, verfallenes Haus. Naja. Okay, lassen wir das. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt rein will. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, keine gute Idee. Mein Gott, ist das dunkel hier. Oh, shit. Wir sind drin. Und das Gute ist, ich habe oben an meinem Helm jetzt, an meiner VR-Brille, eine Lampe, das ist eine coole Sache. Und wir gehen ins Haus. Das erste Mal seit der Demo.
habe noch nichts, wo ich diesen Schrank mit öffnen könnte. Das heißt, ich muss natürlich erstmal jetzt anfangen hier zu suchen. Oh Gott, warum haben sich denn diese blöden Dosen eben bewegt? Mal sehen, was gibt's denn Leckeres zu essen? Boah! Oh, Mist! Mist! Wollen wir das wissen, was da drin ist? Ich glaube nicht. Was haben wir da? Ein altes, verbranntes Bild. Da kann man nicht ran. Auch hier schauen wir mal eben rein. Das wird ein verbrannter Rabe sein. Und dieser ekelhafte, boah, ekelhafte Kühlschrank, als hätte da jemand, naja, hinge... Wie kann man so leben? Oh mein Gott. Okay. Weiter geht's. Oh, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Das Schimmel in der Schublade. Ah. Irgendwie bin ich ziemlich angespannt gerade. Ich glaube, ich mache mir sowas von ins Hemd, wenn hier irgendjemand jetzt kommt. Hä? Wieso? Ist meine Taschenlampe schon leer jetzt oder was ist hier los? Was ist das für ein komisches Foto hier? Auf jeden Fall würde ich sagen von meiner Frau hier. Okay. Ja, das wissen wir, hier fehlt die Sicherung. Die brauchen wir auch auf jeden Fall, damit wir oben nachher die Treppen runterlassen können. Was war? Ach, das war das... Das war das Klavier. So. Ich ziehe mal an diesem Hebel jetzt. Das weiß ich ja noch aus der Demo. Ich glaube... Wüsste jetzt auch nicht. Ach, wir können ja hier auch diesen schnellen Dreher, glaube ich, machen. Einmal hochgehen. Auch nicht schlecht. Ja. Ich schau mal eben erstmal eben, ob ich da hinten noch weiterkomme. Ich fürchte aber nicht. Nee. Also oben komme ich nicht weiter. Das Brutale wirklich bei diesem Spiel ist, dass das Spiel jedes Mal anders ist. Hier gibt es ja endlos viele Enden und jedes Mal ist das Spiel irgendwie anders. Das finde ich irgendwie total gruselig. Das waren meine Hände. Oh Gott, was sind das denn für knochige... Oh. Oh. Verdammt. Leiter gebrochen. Hoffentlich nix. Hoffentlich sind meine Knochen nicht auch gebrochen jetzt. Oh, hier haben wir ja eine ganz neue Situation jetzt. Hier kann man ja weiterlaufen.
Und immer diese Hände so dicht. Das ist tatsächlich so, als würdet ihr hier durch das Wasser schwimmen. Wenn ihr mit eurer VR, wenn das Wasser euch bis zum Hals steht, hier buchstäblich. Wow. Ist das heftig. Wow, irgendwas blubbert hier. Oh, da schwimmen wir lieber mal dran vorbei. Ih, was ist das denn für eine Kloake hier? Oh, wow, okay. Ih, was ist das denn für eine Kloake? Irgendwas war da. Da hinten ist. Da kann ich durch. Oh. Oh! Oh mein Gott. Muss ich da an dem. Boah. Ih, muss ich den zur Seite. Du mach den doch mal zur Seite. Das ist ja ekelhaft. Ja. Ich muss da, glaube ich, an der Seite vorbei. Wow. Das ist doch nicht mehr normal hier. Hier haben wir alles versteckt, Hilfe. Die haben sie wahrscheinlich alle schon gekillt hier oder irgendwie kirre gemacht, was auch immer. Okay, wir sind auf der anderen Seite. Da bewegt sich doch was. Oh, da hinten ist Licht. Alles verspritzen hier. Dopen die sich hier oder was ist hier los? Voll die kranke Familie. Das Spiel speichert. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Dann kommt gleich irgendwas. Erstmal gehe ich. Oh ja! Oh ja! Da ist unsere. Erstmal ein Zettel. Was haben wir hier? Mia, Heidi gewandelt, Clyde tot, Lindsay gewandelt, Steven gewandelt, Nathaniel, was ist das denn komischer Name, Nathaniel tot, Edward tot und so weiter und so weiter. Die meisten sind tot, ein paar sind gewandelt und Mia ist weder noch. Das ist doch schon mal gut, vielleicht haben wir Chance, unsere Mia. Und wir haben endlich den Bolzenschneider, wo wir dann oben die Kette mitlösen können. Am besten können wir uns hier jetzt gleich wieder verpieseln. Könnte man. Was passiert denn, wenn ich mich hier jetzt verpiesel? Was ist das hier? Die meisten werden sicherlich erstmal zum Licht gehen. Da gehen wir natürlich auch gleich hin. Wow, 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 wow. Was ist das denn? Hier ist voll die Spachtel. Oh. Galoschen, alte Galoschen. Und was ist das? Fleischbündel oder was ist das? Irgendwelche komischen. Das geht hier tatsächlich noch weiter. Genau untersuchen wir. Vielleicht finden wir hier schon irgendwas. Wow, alter Schwede, ist das heftig. Boah, die flache Atmung habe ich hier. Alter Schwede. Oh, ich mache mich hinter ins Hemd. Oh, die Geräusche hier. Links und rechts.
Ich spiele das Spiel hier nicht auf Kopfhörer, sondern auf Dolby Digital 7.1. Und ich glaube, auf Kopfhörer würde ich das nicht aushalten. So ist es jetzt auch sehr heftig, aber ich glaube, auf Kopfhörer, das geht gar nicht. Oh nee, wer, da ist sie ja. Bolzenschneider, Bolzenschneider. Lassen wir sie schnell frei. So, hey. Vibe. Mia, hallo. Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Wow. Ethan? Ethan? Du lebst ja noch. Du solltest nicht heftig hier sein. Wie dicht man da rangehen kann. Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Geh mal. Boah, ist das heftig. Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja, wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy kommt? Wir müssen gehen, jetzt! Meinst du Mr. Baker oder wen meinst du? Moment, Moment, und geh doch nicht so schnell. Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Lass mir erzählen, oh, ist was hier echt. Alter Schwede, ist das heftig. Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Wovon hat sie denn gelebt? Die ist so grün. Sieht sie aber noch ganz gut aus. Dass sie 3 Jahre weg war. Was ist das hier? Was haben Sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Du glaubst. Ich glaube nicht, weil ich bin hier nämlich eben schon gewesen, Schatzi. Hier geht das nicht weiter. Ich glaube, du lockst mich hier gerade in eine Falle. Kann das sein? Mia, wir müssen reden, die wow. Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Die Zähne sehen auch noch ganz gut aus. Entlang. 3 Jahre weg, keine Zähne geputzt, also dafür. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Hier Essen durchgereicht. Ach, hier können wir... Kann ich hier durch? Oh ja, Tatsache. Wow, ist das eng hier. Okay. Komm, lass uns sehen, dass wir hier weggehen. Wegrennen, weg. Was auch immer. Dort. Dort ist es. Hier ist es. Ja, mach auf. Weg hier. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Wo? Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Was ist weg? Die Tür kann doch nicht einfach verschwinden. Wir werden eine Familie sein. Hä? Jetzt, wir werden eine Familie sein? Was? Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Mia. Und jetzt? Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Am besten kommst du mit. Wieso ich alleine? Die kommt mit. Kann doch mitkommen. Kann die hier... Ich lasse dich doch nicht alleine jetzt hier. Nun komm, du. 3 Jahre bist du hier alleine gewesen. Okay, wenn die nicht mitkommt. Okay. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Was haben wir hier? Oh mein Gott, ist das gruselig. Kann man die weg? Die kann man nicht mitnehmen. Okay. Noch eine Puppe. Die haben das hier irgendwie mit den Puppen, ne? Kann das sein? Wow, 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 wow! Was ist jetzt denn los? Hallo? Mia? Was?
Wo bist du? Die Tür ist auf. Aber hier sind wir ja eben reingekommen. Shit. Hier ist... Die Tür ist jetzt auf. Ich steig hier auch langsam nicht mehr durch. Ach, shit, 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 shit. Ey, ich mach mir hier... Was ist das denn für... Uff. Uff. Oh mein Gott. Und jetzt? Wo ist die? Mia! Da ist noch was. Karte des Gästehauses. Oh ja. Die können wir gebrauchen. Nimm's mit. Boah, alter Schwede. Ich brauche gleich erstmal eine Pause, Leute. Das nützt alles nichts. Ich mache mir hier gleich dermaßen... Ich muss mir gleich erstmal die Pampers umbinden hier. Meine zweite Lage. Die anderen sind hier voll. Die habe ich schon voll gemacht. Wird da irgendwas? Ach, da klopft hier, da klopft jemand. Da klopft jemand. Da komme ich nicht rein. Shit. Da klopft jemand. Wo ist das? Hallo? Ich weiß nicht, wo ich... Ach, das ist wieder nach unten, ne? Nee, ich will nicht wieder nach unten. Wo hat denn da jemand geklopft eben? Das ist das Bad. Da habe ich ja alles mir geholt jetzt. Da komme ich ja nicht durch. Ah, shit. Ich befürchte, ich muss wieder zurück. Och, nee. Ich fürchte, ich muss wieder zurück. Hier haben wir uns... Oh Mensch, die hätte ich beinahe übersehen. Oh. Die Tür führt ins Dunkle. Okay, meine Lieben. An dieser Stelle machen wir einen Cut. Oh, ich muss dich erstmal jetzt ein bisschen regenerieren hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und lasst ordentlich Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bleibt gesund und ciao.